Ein goldener Tag für die deutschen Biathleten bei der WM in Chanty-Mansijsk. Ann Pfeiffer sorgte in Russland im Sprint für die erste deutsche Goldmedaille. Wenig später schaffte auch die zweimalige Olympiasiegerin Magdalena Neuner den Sprung ganz oben auf das Podest. Also ich bin sehr glücklich drüber. Es ist immer wieder was Besonderes, wenn man bei der Weltmeisterschaft ganz oben stehen darf. Und es ist Wahnsinn, dass mir das heute so gut gelungen ist mit dem guten Schießergebnis und der guten Laufleistung. Und ich versuche es halt einfach zu genießen. Dabei war der 8. WM-Titel in der Karriere Neuners nach Silber in der Mixstaffel fast schon ein Sieg mit Ansage. Ja, ich hatte schon die Mixstaffel im Vorfeld und wusste, dass meine Form sehr, sehr gut ist und das auch am Schießstand sehr gut klappt und habe einfach versucht, das heute in den Wettkampf mit reinzunehmen und habe davor schon gemerkt, dass ich gut drauf bin. Die Goldmedaille für den gebürtigen Niedersachsen Pfeiffer war dagegen der erste Einzeltitel für den 23-Jährigen. Auf seiner Lieblingsstrecke in Sibirien hatte er 2009 bereits seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Ich glaube, es liegt einfach an der Strecke. Also diese Strecke, die liegt mir unheimlich. Es ist viel in der 1-1er-Technik, viel, man sagt so schleimige Zieheranstiege. Das mag ich sehr gerne und ich fühle mich auch sehr wohl hier, muss man sagen. Und weitere deutsche Medaillen dürften folgen, denn noch stehen bei der WM 8 Wettbewerbe aus.